So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ihr seht schon in der Videobeschreibung, das ist nicht unbedingt ein Magic-Video, sondern ich gehöre zwar nicht zu den coolen Kids, die was von Locana von Ravensburger zugeschickt bekommen haben, leider Gottes, deshalb, wenn Ravensburger mir noch was nachschicken möchte, sehr, sehr gerne, ich würde ganz gerne mal dieses neue Hype-Ding mit euch aufmachen. Ich mache relativ selten andere TCGs mit auf, meistens nur am 1. April. Aber Locana hat mich tatsächlich ein bisschen abgeholt, einfach nur daher, dass ich halt auch so ein Disney-Fan bin. Ich bin mit König der Löwen, war mein allererster Kinofilm. Ja, ich bin alt, aber ich habe König der Löwen 1 im Kino gesehen. Und dann dachte ich mir, hole ich mir halt schon mal die Starter. Wie gesagt, ich habe es jetzt gerade eben aus dem Local Game Store geholt. Deswegen seht ihr ausnahmsweise mal keine Facecam. Dafür mit meiner neuen Kamera, die ich dank meinen Patrons, die hoffentlich mich nicht verlassen, weil ich Magic einmal ganz kurz fremdgehe, direkt verlassen. Aber ohne meine Patrons wäre es mit der Kamera zum Beispiel nicht möglich. Und dass ich mir sowas herkaufe, meistens auch nicht. Dementsprechend mal vielen, vielen Dank an meine Patrons. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Auch wenn das Thalia hier aktuell zu ist, weil es voll ist, gibt es auch andere Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Auch mit anderen Bereichen. Dementsprechend deshalb vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir gucken uns diese drei Starter in diesem Video einmal an. Ich habe von Locana nur die Videos von Robin aka Gamery gesehen, mit dem ich ja zusammen den Podcast Radio Ravnica mache, wo wir auch darüber ein bisschen berichtet haben, über Locana. Wenn ihr da mehr Openings und so weiter was sehen wollt, er war, glaube ich, auch von Ravensburger auf so einem Event eingeladen. Guckt da auf jeden Fall rein. Ansonsten könnt ihr sehr, sehr gerne unseren Podcast, unseren gemeinsamen, einfach hören, wenn ihr weiter Magic News haben wollt. Und müsst nicht dieses Video anschauen. Ich bin sehr fasziniert von dem Hype, den dieses Spiel ausgelöst hat. Denn ich habe das ja schon mit Flesh and Blood gehabt. Ich bin ja auch Flesh and Blood Judge, ich bin ja Pokémon Judge, ich bin aktuell dran, den One Piece Judge zu machen und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ja, muss ich sagen, hoffe ich, dass es für Locana auch ein Judge-Programm gibt und dann werde ich auch die Regeln ein bisschen besser verstehen, hoffe ich, bevor ich Judge werde. Ansonsten ist es mit dem Judge werden immer dämlich. Genau, wir haben innen drin so einen kleinen Schuber. Da haben wir dann hier ein paar Stamp-Marks. Das ist für die Tinte, so heißt das Mana, glaube ich, hier in diesem Spiel. Für die anderen Marker sind, kann ich aktuell noch nicht sagen. Dann haben wir hier so ein Feld mit dem Deck, dem Ablagestapel, Karten im Spiel und der Tintenvorrat. Spannend, das heißt, der Tintenvorrat und die Legenden gehen von 0 bis 20. Wer zuerst 20 gewonnen hat, hat gewonnen. Deswegen das ist nicht Tinte, das ist Legende. Legt man da drüber. Das heißt, man geht von 0 bis 20 und nicht von 20 bis 0, wie es früher war. Da ist ein Booster bei. Das ist ja geil. In jedem von denen ist ein Booster. Und dann haben wir Schnellstarter-Regeln. Als Luminari, wie die übrigens die Leute heißen, die dieses Spiel spielen, die heißen Luminaris, haben wir magisch. Wir haben Charaktere, Gegenstände, Aktionen, Lieder. Da seht ihr auch so ein bisschen was, was diese Karten ausmachen, Kosten. Das Spiel selber, wie das Spiel gespielt wird, werde ich euch in diesem Video nicht erzählen. Wenn ihr das tatsächlich wissen wollt, sagt mir bitte Bescheid. Es gibt schon haufenweise Videos online. Aber ihr wisst, ich bin so ein bisschen ein kleiner Erklärbär und ich erkläre ganz gerne Dinge. Und dementsprechend würde ich euch das vielleicht auch erklären, wenn ihr danach fragt. Es gibt so ein kleines Blackie erklärt. Und ich könnte jetzt zum dritten Mal sagen in diesem Video, wenn Ravensburger das sponsern würde, ist das voll okay. Aber ich lasse es jetzt, bevor ich noch 50.000 Daumen drunter bekomme. Wir haben hier so ein Pappbooster, das ich... Ihr kennt mich, ich bin richtig schlecht da drin, sowas aufzumachen. Und ich kriege da hier einen richtigen Rappel. Ich bin so bad da drin. So, schlecht aufgemacht. Eine Reißlinie wäre cool. Katzen-Content? Katzen-Content. Immer Katzen-Content. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt haben wir die Karten. Das erste Mal, dass ich Locana-Karten habe. Das Wichtigste, ja, würde sagen, ist so Mirrodin-Stil tatsächlich. Ist nicht die ganz alten Magic-Sachen, ist aber auch nicht dieser neue Mist. Dementsprechend, ja, riecht ganz interessant. Ist ganz wichtig. Wo sind die Karten denn hergestellt? Sekunde. Gucken, das Booster hier. Diese Lasche schon mal aufmachen, um das Booster schon mal zu öffnen. Die sind hergestellt...
das hier irgendwo? Lokana, Ravensburger, Folienillustration. Das ist ganz cool. Sie haben halt da OKCA. Ist das UK? Kanada? Ich habe keine Ahnung. Ravensburger, Disney. Es steht leider nicht, wo die produziert wurden. Das wäre spannend. Es gibt aber eine Lokana Trading Card App. Eine Begleit-App mit Spielregeln und allem drum dran. Das ist natürlich spannend. Die muss ich mir gleich einmal runterladen. So. Steht hier übrigens auch nochmal, Lokana zu lernen. Wenn dir eine Freundin oder ein Freund die Regeln erklärt, alternativ kannst du auch Lokana-Events oder eben die Begleit-App herunterladen und interaktive Tutorials spielen. Geil. So, dann haben wir an Karten. Die Qualität der Kartenqualität, die sind ein bisschen dünner als das, was ich gewohnt bin von Magic. Haben aber, wenn ich es richtig mich anfühlt, Magic-Größe. Das werde ich jetzt mal kurz testen. Wir haben hier auch nicht von Ultimate Guard gesponsert. Cortex Sleeves. Die haben schon eine Mark. Ja, natürlich schlecht. Und die passen perfekt. Das sind Magic-Größe. Dementsprechend passt es ganz gut. Daran seht ihr auch, dass das Spiel meiner Meinung nach eine Erfolgschance hat. Alles, was nicht irgendwie eine Magic-Größe hat, ist halt schwierig. So, wir haben hier Aurora-Röschen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, ehrlich gesagt. Das ist spannend. Ui, das ist ein schönes Foiling. Oh mein Gott, das ist ein wirklich schönes Foiling, was die haben. Wow, das ist so ein Edged-Foiling. Es sieht aus, wenn ihr Magic spielt, wie das Edged-Foiling. Und ich liebe ja Edged-Foiling. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist sweet. Geil. Und dann besinnen wir, dann haben wir nochmal Aurora. Aurora, wie gesagt, ich hätte jetzt gedacht, das ist Elsa. Aber es ist nicht Elsa, es ist Aurora. Ich weiß nicht, wer Aurora ist, tut mir leid. Dementsprechend gucke ich mal rein. Fabius, oh mein Gott, das ist der Fisch von Ariel. Grandma Thala, die ist von dem, wo The Rock, Dwayne Rock Johnson den Hauptcharakter spielt. Mir fällt der Name nicht rein. Jasmin, Malefiz, nochmal Malefiz. Es sind Malefiz böser Besuch und Malefiz nicht eingeladen. Das sind zwei verschiedene mögliche Karten da dran tatsächlich. Auch wenn es dieselbe Karte ist, ist es unterschiedlich. Mickey Mouse. Dann haben wir nochmal Mufasa. Scar. Entwickle dein Gehirn schnell weg. Es ist wirklich hübsch. Magische goldene Blume. Oh mein Gott, das Biest. Captain Hook. Gesindel. Herkules. Aber das ist der... Ich glaube, das ist nicht der Herkules, den ich kenne. Christoph. Ich glaube, das ist auch von Elsa. Ich weiß es nicht. Maui, das ist der, der von Dwayne Rock Johnson gesprochen wurde. Prinz Erik. Simba feuert die Kanonen. Durchwühlen. Genau, also die Bratpfanne. Legendär. Was ich ganz schön finde, ist, dass unter den Sachen immer noch Sachen drunter stehen. Wie zum Beispiel Malefiz, böser Besuch, die hat keinen Effekt. Aber es steht immer noch einen Flavortext drauf. Mit die Prinzessin soll strahlen und schön wie die Rose erblühen. Und von jedem geliebt werden, der ihr begegnet. Jedoch bevor noch die Sonne an ihrem 16. Geburtstag untergeht, soll sie sich in einen Spindel, ein Spinnrad und Finger stechen. Na, wer kennt's? Oder Mickey Maus? Es ist, Mickey war auf eine Frage sicher. Irgendwas ist hier faul. Sehr cool. Also das ist das Starterdeck von Lokana. Die Rückseite ist auch sehr hübsch geworden, wenn ihr mich fragt. Und das ist tatsächlich die Tinte. Also ihr macht Karten zur Tinte, indem ihr die Rück so verdeckt in diesen Tintenstapel legt und damit Mana macht. Das bedeutet, jede Karte, die ihr habt, könnt ihr entweder für ihren Effekt oder für Tinte benutzen. Weiß nicht, glaube ich, nicht jede. Es ist, glaube ich, nur die, die hier oben auch diesen Kreis hat und die hier gehen nicht oder so. Irgendwie so. Ich muss mir die Regeln nochmal genauer durchführen. Aber wenn ich sie durchgelesen habe, kann ich sie euch bestimmt auch erklären. So, dann gucken wir das nächste an. Das nächste ist, ich will immer sagen Pocahontas, aber es ist nicht Pocahontas. Und Mickey Mouse. Bernstein, Amethyst. Hier sind auch Saphir und Stahl. Herr der Ringe. König der Löwen ist Stahl. Und Mickey ist Amethyst. Sehr, sehr spannend. Ich hoffe ja, dass es irgendwann auch mal tatsächlich so Nino und Stitch geben wird. Soweit ich weiß, ist Stitch, glaube ich, im ersten Ding nicht drin. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ihr es wisst.
Aber das wäre zum Beispiel ganz cool. Oder, was ich auch cool fände, aber das, da bin ich, glaube ich, alleine. Disney gehören ja auch andere Franchise, wie zum Beispiel Star Wars oder Marvel. Und ich würde gerne mit Captain America gegen Mickey Mouse kämpfen. So, hier haben wir nochmal ein Booster. Die mache ich gleich noch auf. Hier haben wir jetzt nochmal die Regeln erklärt. Worum geht es in dem Spiel? Die Frage, was ich mir gerade stelle, ist, ist auf der Rückseite. Nee, es ist einfach dieselbe Erklärung mit demselben Ding. Das heißt, das kann weg. Dann gucken wir mal, ob wir dieses Desaster hier aufbekommen. Es ist kein Desaster in dem Sinne, es ist ein Desaster, dass ich die Zeug nicht aufbekomme. So, das ging sogar ziemlich smooth. Ich bin begeistert. Wir haben Ariel. Sehr hübsch. Wir haben, Vaiana. Die ist auch aus dem Film, wo Dwayne Rock Johnson den Typen gesprochen hat, glaube ich. Und Mickey Mouse. Ah, ich sehe gerade hier unten sehen wir verschiedene Symbole. Ich vermute mal, dass das die Farben und die anderen Sachen sind, ehrlich gesagt. Aber Mickey sieht richtig nice aus in dem Foiling. Dann haben wir Cinderella. Oder ist die Seltenheit Hades? Es könnte auch die Haiei Maximus. Es könnte wirklich auch die Seltenheit sein. Minimaus. Ja, oh, ich bringe hier einen nice Stitch. Es gibt Stitch. Und mit der Zunge. Er ist sehr süß. Der ist wirklich sehr süß. Ich sei hier Gast. Halte sie ihr Temperament im Zaun. Oh, es ist sehr cool. Hakuna Matata. Dingelhopper. Ist klar. Dr. Fajlier? Wo ist der denn her? Ist irgendein Böser. Sagt mir nix. Abschauen. Jafar. Aber ein komischer Jafar. Meerschaum. Zauberbesen. Die kenne ich auch noch. Ist wieder Malefiz. Olaf. Pascal. Rafiki. Auch cool. Sven. Madame Kommode. Isma. Und Freunde im Schattenreich. Ja, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie die sich spielen. Ich habe da wirklich Bock drauf. Gucken wir uns noch das letzte an. Wie gesagt, ich habe alle drei mir mal bei mir im Local Game Store gekauft. Dürfen auch ab heute verkauft werden, wenn euer Local Game Store ein Tournament ist. Also so ein Tournament-Haus. So, wo man halt auch Turniere spielen darf. Davon gibt es irgendwie, ich glaube, 20 Stück in Deutschland. Wenn euer Local Game Store einer ist, dann dürfte der jetzt auch schon verkaufen und hat die Ware auch schon da. Und wenn euer Local Game Store keiner ist, dann fragt ihn noch mal, warum nicht. Bestimmt kann man da was machen bei Ravensburger. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil das bedeutet, dass diese ganzen Online-Scalper und Händler da nicht so gut reinkommen und wir hier wirklich ein wunderschönes Produkt haben, was für die Community gemacht wird, was ich einfach wunderschön finde. So, wir haben im letzten. Das letzte ist Smaragd Rubin und es ist Cruella de Vil und Aladdin. So, hier haben wir aber einen Aladdin in grün. Das verwirrt mich jetzt. Und da ist die Cruella. Sehr coole Karte. Dann haben wir einen Aladdin. Auch wirklich hübsch. Ich liebe dieses Foiling jetzt schon. Ich liebe es von ganzem Herzen. Herzog von Pitzbühel. Horace. Jago. Jasper. Der verrückte Hutmacher. Auch sehr cool. Meg, die mit Herkules spielt. Mickey Mouse in altem Peter Pan. Auch sehr cool. Mutter weiß mehr. Stampede. Nymph von den Reichen. Grauenhafter Verrat. Das war übrigens ein Moment, an dem ich angefangen habe im Kino zu weinen als Kind. Und dann rausgeworfen wurde aus dem Kino mit meiner Mom. Deswegen habe ich König der Löwen erst Jahre später zu Ende geguckt. Und es ist ja nicht so weit im Film. Ja? Das ist wirklich nicht weit. Aber es war mein allererster Kinofilm. Mein zweiter war Pokémon 1. Aladdin, Captain Donald Duck, Le Fou, Pongo, oh mein Gott, von 101 Dalmatiner, Rapunzel, Scar, warum ist der in Flammen? Hitzköpfiger Drohne, warum ist der in Flammen? Was ist das denn? Sergeant Tips. Da ist noch ein Stitch. Und er gilt als Scheusal. Okay. Drachenfeuer. Er hat ein Schwert. Und Schild der Tugend.
Ja, spannend. Das ist, sind die Decks. Wir machen jetzt noch 3 Booster auf. Einfach, weil ich es kann. Und damit ihr ein bisschen auch Random-Faktor hier drin habt. Bei den Boostern kann ich vielleicht auch mal jetzt herausfinden, es sind 12 Karten drin. Eine Vollkarte, zufällige Seltenheit, 2 seltene, epische oder legendäre Karten, 3 ungewöhnliche und 6 gewöhnliche. Mal gucken, ob das unten mit dem zu tun hat. Hier ist die Begleit-App, falls ihr die haben wollt. Und hier ist ein Mickey Mouse, tapferes, kleines Schneiderlein. Das ist eine Concept-Art-Karte. Damit kann man bestimmt was Cooles zusammenlegen. Das ist auch hier dieser Fuß, wenn ihr mal guckt. Und wir gucken uns an, was wir haben. Wir haben Sergeant Tips, den kennen wir ja schon. Dinglehopper kennen wir auch schon. Isma, das sind wohl die Kams, gebrochener Segel, Aurora. Herkules, das sind 2, 4, 6. Jetzt müssten die weniger Kams kommen. Also die Ankams sind er und Jumba. Jumba ist auch von Lilo und Stitch, oder? Ja. Dann kommt noch eine Ankam, schnell weg. Dann kommt, das ist die Rare, das Plasma-Kanone. Ist auch von Ding. Du musst nicht Piu Piu sagen, wenn du sie benutzt. Aber es hilft ungemein. Von Lilo, galaktische Heldin. Spannend. Das war unsere Rare. Aurora ist, glaube ich, dann unsere Mythic. Oder wie das heißt oder so. Ich habe nicht so viel Ahnung, was die Seltenheiten angeht. Und unsere Foil ist Lass jetzt los. Okay, habe ich getan. Ist aber anscheinend eine seltene Karte. Aktion Lied. Okay. Es ist, glaube ich, das Lied von Elsa, wenn ich alles los mit Lass jetzt los. Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal auf. Die neueren Disney-Sachen bin ich halt nicht so firm drin, ehrlich gesagt. Ich bin halt alt, lasst mich. Name Elsa, haltendes Temperament, Malefiz, Naseweiß, Blume, Cerberus. Was bist du denn? Tamatoa. Tamatoa. Das ist eine Krabbe, okay. Zepter von Ardelene, sei hier Gast, das ist ein Ankam. Dr. Fagelier, das ist eine von denen, oh, ich muss auch wieder in die Kamera kommen, eine von denen. Das Biest ist eine ganz andere wilde Sache hier, in einer anderen Farbe. Ich muss mir unbedingt rausfinden, was diese Farben bedeuten. Und unsere Foil ist Naseweiß, aber das ist auf jeden Fall eine Kam. Und ui, also hier ist nochmal das Concept Art. Und das Foiling ist so dezent. Also von dem hier, das siehst du fast gar nicht. Hier siehst du es krass. Also ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Foilings gibt. Aber das wirkt so, als wäre das hier unterschiedlich gefoilt. Spannend. Let it go, Anderson Lopez. Okay, spannend. Gucken wir mal weiter. Das letzte Booster. Die Booster lassen sich auf jeden Fall okayisch öffnen. Ganzes Display, weiß ich nicht, ob ich das davon öffnen wollte. Also, natürlich würde ich das, aber ihr wisst, was ich meine. Mrs. Kommode, Herzog von Pitzbühel, Malefiz, Zerfetzen, verbanne einen Gegenstand in der Mal. Starkey, entfache das Feuer, Anna, Taschenuhr des weißen Kaninchens, das ist ein Gegenstand, zu spät! Und Captain Hook in einer sehr coolen Version. Wirklich sehr cool. Und magische goldene Blume in Foil. Wieder, wie gesagt, in diesem selbstischen Foiling. Und, so langsam kriegen wir die Mickey Mouse zusammen. Das tapfere kleine Schneiderlein. Ja, ich glaube, dieses Lass jetzt los ist ganz cool. Ich weiß nicht, wie es bei dem Rest der Boostern ist. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich habe von Locana noch nicht so viel Ahnung zum Zeitpunkt, wo ich das hier mache. Ich werde jetzt direkt anfangen, eine Runde zu spielen. Und ich habe da Bock drauf und ich freue mich drauf. Und ja, wenn ihr mehr Locana sehen wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Ihr könnt gerne das Video gut bewerten, anderen Leuten zeigen, wenn man mal so zeigen will, was in diesen Starterdecks drin sind. Und ansonsten hoffe ich, habt ihr ein schönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.